So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Heute nur in Anführungszeichen zu dritt mit Boom und Fuzzi. Hallo. 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 Boom ist natürlich, jetzt hat er gerade sein Headset gemutet, weil er nicht wusste, dass ich die Aufnahme nochmal starte. User in your channel timed out. Oder auch nicht. Er hat was anderes. Er hat wieder ein Blackscreen. So wie in der letzten Aufnahme ständig ein Blackscreen. Wir kriegen es leider nicht gefixt bei ihm. Da scheint die Grafikkarte wohl einen Knacks weg zu haben. Wir wollten eigentlich in seine Richtung schon mal laufen. Wo bist du eigentlich? Ich bin rausgegangen aus der Scheune. Ich stehe vor der Scheune. Ach, schön. Hier bin ich. Wir wollten ja eigentlich zu Boom in die Richtung, bloß ich weiß jetzt nicht genau, wo er nochmal war. Wollen wir erstmal hier raus, dass wir mal rausgehen aus der Scheune. Das ist mir eh zu heiß. Ja, klar. Wir laufen mal wieder dahin, wo wir herkamen. Richtung Tscherne oder was? Ja, dann müssen wir da lang, ne? Ja, bestimmt außen vom Berg oder so, würde ich mal sagen, oder? Ja. Wäre doch das sicherste oder beste, sag ich mal so. Ich lauf dir mal hinterher, wenn ich dich wiederfinde. Na, hier oben. Bist du. Da hinten, links. Guck mal nach links. Links. Jo. Ach, da. Alles klar. Ja, das, wir wollten eigentlich mit der Aufnahme schon ein bisschen eher anfangen. Wir können mich heute eine Stunde machen. Hallo, Boom. Zurück. Willkommen. Hallo. Hallo, Boom. Blackscreen wieder, wa? Ja, aber keine Ahnung, warum jetzt. Wahnsinn. War das jetzt außerhalb des Spiels? Ja, also bei Waiting for Host und ich habe Escape gedrückt. Komisch. Das ist natürlich scheiße. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir zu dir in die Richtung gehen oder? Ja, mach das mal euer Ding da. Mach das mal unser Ding da. Was ist denn jetzt unser Ding da? Was machen wir denn, Fuzzi? Ich hätte gesagt, wir gehen woanders hin. Nicht wieder Tscherno. Ich hätte auch gedacht, wir verlassen mal langsam die Gegend. Wo bist denn du jetzt da? Wo bist denn du jetzt da? Hier, links. Ja. Ach da. Komm auch gar nicht auf den Server drauf, wa? Ja, wie sieht denn das Essen technisch aus? Was haben wir denn jetzt hier alles so am Start? Ich muss mal gucken, Essen trinken. Einmal Break Essen da? Naja, habt ihr noch Schweinefleisch drin. Ja, ich hab noch Schweinefleisch. Ich hab 6-mal Dosenfutter noch. Ja, Dosen habe ich auch noch, trinken habe ich auch noch. Also können wir eigentlich losrocken, oder? Gut, also Boom, müssen wir ohne dich erstmal losziehen, sagst du. Ich hätte Lust auf die Militärzelte. Ja, dann gehen wir da hin, dann muss ich mal kurz gucken, ob ich das markieren kann. Huch. Wie hieß das nochmal? Wo waren das noch gleich? Beim Escape drücken jetzt. Starry Sobor. Starry Sobor, das war doch irgendwo da oben. Na, kurz vorm Flughafen. Mal wieder. Oder wir gehen dann zu dem anderen, Aber da waren immer die Ausbeute, war nicht immer so gut. Ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal genau dieselbe Route einschlagen sollten. Das war ja, das, wie gesagt, das hatten wir ja erst. Na, dann lass doch zu dem anderen gehen, zu irgendwas mit B ganz rechts. Ja, Balota oder wie das hieß, oder? Wenn ich mich nicht täusche, hieß es Balota, ja. Lass mich doch mal rauszoomen jetzt hier. Wo ist denn das? User in your channel timed out. Ist das? Da ist was mit B, was ist das? Nee, Polana? Was ist mit seinem PC los, ey? Ja, nein. Weiter rechts an der Küste war das. Ja, wir befinden uns hier erstmal in der ersten Folge nur in der Karte. Tulga nicht. Ich leg mich mal hin hier, ich gucke auch mal kurz mit. Zack, 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 zack. Und zwar Berezino. Berezino, wo sind, ich finde das hier. Ach, da, ah! Gut. Dann rocken wir dahin, sagst du. Okay. Ah, komm raus aus der Karte. Wie spät haben wir's? Genau um 7, passt ja. Dann können wir mal gucken, wie lange wir brauchen. So, komm, 7 Kilometer. 7,7 sogar. Na, ist auch schon ein Stückchen, wa? Ja. Ich bin ja ein bisschen stolz drauf, dass wir jetzt in der 9. Folge, glaube ich, sind wir noch nicht einmal gestorben sind. Toi, toi, toi. Ich hau mal aus Holz hier. Das ist ja für uns, ist das ja eigentlich ein Rekord. Für andere ist das wahrscheinlich selbstverständlich, aber für uns ist das nicht so Standard. Ja, da wir schon des Öfteren draufgegangen sind. Ja, vor allem bei WarZ. Das hat uns ja ein bisschen abgeschreckt alles. Naja. Ich weiß gar nicht, sind da zurzeit irgendwelche neuen Updates raus oder irgendwas? Ich hab das mir gar nicht... Ja, Boom hatte gesagt, dass ein Update raus ist, aber es ist wohl nur ein kleines, nehme ich mal an. Wieder irgendwas Unbedeutsames. Ja, genau. Interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht so derbe. Ich guck dann lieber einfach mal in 4, 5, 6 Wochen rein. Ja, ja. Und dann werde ich ja sehen, ob es was Neues gibt. Ja. Mich interessiert generell WarZ überhaupt nicht. Also jetzt gerade, ich bin sowas von satt von dem Spiel. Ich weiß nicht. Das glaube ich dir. Ja. Wir werden es wie gesagt nochmal auf jeden Fall spielen, weil manche haben auch schon geschrieben, WarZ ist cooler und DayZ ist langweilig und... Ach, aber nee. Nee. Also wir, oder ich, bin auf jeden Fall der Meinung, dass es nicht so ist. Nee, ich auch nicht.
Wie du schon sagtest in der Endfolge, das ist einfach weitläufiger hier. Das ist einfach interessanter. Das ist so. Hier gibt's garantiert noch Ecken, die ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Von hier kannst du einfach mal eine Map wechseln. Ja. Kannst du immer sagen, man zockt mal das und mal dies. Naja. Letztens habe ich ein Video gesehen von DayZ Origin. Ich habe leider der Typ nicht erklärt, was das genau ist und was es da geht. Mhm. Aber sah irgendwie interessant aus, die Map. Dort, wo der rumgelaufen ist. Sah ganz cool aus. Achso, nee, das habe ich mir noch gar nicht. Das habe ich gerade erst gelesen im Commander. Ja. Dass es so eine Map gibt. Weiß gar nicht, was das ist. Nee, ich auch nicht. Muss ich nachher mal gucken. Ja. Aber runterladen werde ich mir jetzt hier erstmal nicht mehr. Das ist immer ein Dreck. Mit dem ganzen hin und her patchen und so. Nee, habe ich keine Lust drauf. Spielen, wie gesagt, erstmal hier. Wie gesagt, erstmal auf jeden Fall 100 Folgen, wenn wir bestimmt erstmal zocken und dann mal schauen, was bei WoZ dann abgeht. Mal gucken. Aber viele Spieler sind hier heute auch nicht drauf, bin ich der Meinung. Nee, wir sind beziehungsweise, was ich vorhin gesehen habe. Ja, stimmt. Beim Join. Ich denke mal, auch bis zur 100. Folge wird auch die DayZ Standalone hoffentlich mal rauskommen. Das Steam Release. Hast du eine Axt einstecken? Ich glaube, ja. Können wir ja mal dem nächsten Feuerchen machen. Ja, hab ich. Die Streichhölzer dazu, ich weiß nicht, ob du welche hast. Hab ich, glaube ich, auch. Ja, hab ich auch. Ich hab alles, super. Also nicht alles, aber alles zum Überleben. Ich hab meinen kleinen Pissrucksack, ich finde einfach keinen anderen. Das gibt's nicht. Was brauche ich? 2 Slots, ne, glaube ich, fürs Holz. 2 Inventarslots. Oh, puh. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, Jetzt habe ich ihn frei. Wo ist meine Maus? Im anderen Bildschirm. Super. So, ja. Bist du jetzt hier am Baum oder wo bist du? Ich bin am Baum hier oben stehen geblieben. Ich bin der, der die Cola köppt. Scheiße, jetzt habe ich... Ach, egal. Da bist du. Das fällt überhaupt nicht auf. Nee. Habe ich irgendwas gedroppt gerade? Ich habe das blöde Gefühl, ich habe... Das hier machen jetzt? Nee, ich wollte bloß mal was gucken. Hab ich nicht. Gut, wo wollen wir hin? Na, weiter. Und dann irgendwo in einem Wäldchen. Ich will das jetzt hier nicht braten. Hier so oben auf dem Berg. Gut. Ja, dann kann ich ja mal ganz kurz erzählen, dass ich ja mal Just for Fun auf einem anderen Server, also auch andere Mod, es war trotzdem DayZ, aber nicht dieser von German DayZ, die ganze Dingens, habe ich mal gespielt, alleine ein bisschen. Ich habe 5 Leute gebumst, Alter, so geil. Oh. Und, war der Sex gut? Ja, war richtig gut. Oh, die Lee hinten rein, die AK vorne rein, das war der Hammer. Richtig gut. Nee. Hammer geil. Das war Erfolg, oh. So, ich weiß gar nicht mehr, wo man nicht aus. Ja, genau. Warte mal, hier können wir doch ein Feuerchen machen. Ja, Papa, lecker Feuer, ne? Lecker Käffchen kochen. Kaffeemaschine ist bei uns im Arsch, scheiße. Echt? Ja. Das ist ja auch Mist, da kann ich ja gar nicht mehr zum Kaffee rumkommen. Nee, wir holen morgen gleich eine neue. Ich habe immer noch den scheiß Gutschein von Galerie Kaufhof und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Scheiß Gutschein, hallo? So, kriegst du das an? Light Fire, ne? Nö, dann mach das. Warte mal, ich muss mal kurz das Fleisch rüberpacken. Hm. Oh Gott, close back. Zack. Nee, was macht er denn? Warum macht denn der das? Ja? So doof? Nee, ich muss mich wegdrehen. Ich habe übrigens ja auch meine Grafikeinstellungen ein bisschen optimiert. Was heißt optimiert? Ich habe so hochgedonnert. Sieht jetzt natürlich ein bisschen besser aus wie von den vorherigen Aufnahmen, finde ich. Sieht ein bisschen optisch ansprechender aus. Cook Meat. Dann gucke mal. Kannst du ausmachen. Kannst du ausmachen wieder. Ja. Willst du auch Fleisch oder nicht? Nö, ich bin fast am Verhungern. Nö, ich hab genug Lumpen. Eat Food. User joined your channel. Hallo? Hallo? Oh, es regnet. Brauchst du eine Wärmedecke? Hallo? 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 Ich brauche eine Wärmedecke, ja. Ich habe meine verloren. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Eine habe ich benutzt und die andere sollte eigentlich im Rucksack sein, aber... Keine Ahnung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Na, dann lass mal weiter rocken hier. Nach Berezino. Ah, du musst vorgehen. Ich weiß ja nicht, wo du lang willst. Ach, hier will ich lang. Schon wieder einen roten Ping. Also der Server ist an sich wirklich geil mit der Whitelist, aber laufen tut er ja echt wie Leggy. Ein, weiß ich nicht, polnisches Uhrwerk. Ist ja furchtbar. Polnisches Uhrwerk auch noch. Ja. Wie weit haben wir es hier? 6,6 Kilometer. Der läuft hier seine Zickzackstrecke.
Naja. Ja, Boom, wie hast du das jetzt eigentlich vor in Zukunft mit der Grafikkarte? Willst du da mal den fragen, der dich da so auskennt? Der dich das mal anguckt, oder? Naja. Ja, muss ich eh nochmal mit dem reden. Wäre ja schade jetzt für die zukünftigen Aufnahmen, wenn du da nicht dabei sein kannst. Gut. Was, kriegst du dann eine Dings oder was? Was krieg ich? Kriegt er dann eine Grafikkarte oder was? Oder will er sich die mal angucken oder wie? Nee, einfach, dass er sich das mal anguckt. Vielleicht. Ja, kann ja nicht nur. Kann nicht normal sein, sag ich mal so, dass die so abkacken. Na, das. Der war ja da. Ich hatte auch schon. Hatte ja vorher schon Probleme. Wir haben ja alles gemacht. Der hat Benchmark-Test gemacht. Der hat den gestresst. Der hat den Prozessor gestresst ohne Ende. Der hielt. Wir haben den hier 13 Stunden laufen lassen. 4 Stunden auf Benchmark. Da hat er hier. Hat er hier Sachen laufen lassen hier. Da ging der FPS auf 2 FPS runter. Ja. Mit der Kraker. Nix passiert, nix. Auch ja. Der Prozessor einwandfrei. Ich weiß nicht, woran es liegt, wir wissen es beide nicht. Da muss im Nachhinein wirklich irgendwie die Grafikkarte im Ding weggekriegt haben. Vor 2 Monaten habt ihr das gemacht, ne? November. Da muss die in der Zwischenzeit echt ein Ding weggekriegt haben irgendwie. Ich hatte davor schon Probleme, dass es sich ja immer aufgehangen hat. Aber da hatte ich halt kein Blackscreen, sondern war ja einfach alles eingefroren. Das schließt, oder hätte ich eher auf den CPU geschlossen eigentlich, wenn er einfach das Bild einfriert. Naja, ich weiß. Ich kann da gar nicht mitreden. Wenn die Grafikkarte rummockt, dann hast du ein ganz doofes Ding, hast du einfach mal Betriebssystem neu gemacht. Vielleicht ja, ne, ist ja erst alles neu. Also. Und Grafikkarten-Update hast du oder hast du nicht oder irgendwie. Ja, irgendwas? hab ich ja jetzt gerade erst aktualisiert. Jetzt ist es ja gerade schlimmer geworden. Jetzt. Habe ich ja Black Screen, wenn ich im Spiel Escape drücke auf Aimer. Ja, die Grafikkarte, die wird jetzt wirklich immer mehr einfach das Ding weg haben. Die Grafikkarten kenne ich mich gar nicht aus. CPU-Probleme hatte ich schon oft, dass ein CPU in Arsch ging und sowas, aber Grafikkarte kann ich gar nicht mitreden. Sehe ich nicht. Was kannst du Ihnen empfehlen? Also nicht. Meine ja, ich kenne. Ja, wie viel? 500 kostet die bestimmt noch. Na, 450 oder so. Nee, das ist mir zu viel. Na dann, ja. Alles was drunter ist, dann ATI. Entweder eine richtig geile GeForce oder alles drunter ist eine ATI dann. Warte mal kurz. Ja. Hey, Rico, wo bist du da? Ja. Nee, ich hab dich nicht gesehen. Gut. Das hab ich wisse, ewig liegt meine alte ATI hier rum, meine alte in Anführungszeichen, ewig liegt die im Schrank rum, jetzt vertick ich sie und jetzt braucht Boom eine. Hätte ich das gewusst, Alter, die sind einfach mal zu ihm geschickt, das Ding. Na, wenigstens zum Ausprobieren, weißt du, ob es daran liegt. Jetzt habe ich sie verkauft. Das ist ja das. Weg. Na, ich dachte mir so, wenn da, also mehr wie 200 wollte ich nicht ausgeben. Ich dachte, da kriege ich ja, da jetzt mittlerweile schon was ordentliches. 200 gibt schöne ATI-Karten auf jeden Fall. Schöne ATI-Dinger. Dachte mir, bei 200, da kriege ich schon was ordentlicheres, sage ich mal. Also, wie viele Kilometer sind es noch, Rico? 5,7. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da unten? Okay, ich bin mal kurz mute, ich telefoniere mal kurz mit meinem Kumpel. Jo. Ja, muss er sich eine ATI wohl mal holen und das am besten so bald wie möglich. Das wäre sonst kackies. Ja, wir wollen mit Boom aufnehmen. Ja. Ich überlege, habe ich noch eine Grafikkarte? Ich hätte noch eine Grafikkarte, aber die liegt bei meinem Bruder rum. Was ist das für eine? Ja, der reicht auch aus. Das ist die 5500 GTI, glaube ich. GTI, GTX. 550 GTX. Die TI oder was? Ach, keine. Ja, nee, ist eine Nvidia. Ja, die 550 GTX TI da. Oder nee, das war deine 8000 oder 9000er, was ich hatte, die ich mal damals von dir abgeguckt hatte. Ach du Scheiße. Die würde aber ausreichen. Weiß ich nicht. Die ist ja echt uralt, die 9800 GTX, ja. Ja, weiß ich nicht. Ah, wie gesagt, wenigstens mal zum Testen, dass er das mal reinhauen kann, dann weiß er wenigstens, ob es daran liegt. Kann auch sein, dass mein Board, das kann ja sein, dass er sein PC-Express-Anschluss irgendwas, dass da irgendwas fehlerhaft ist. Und dass jede Grafikkarte hier zu so abspackt. Ja, natürlich blöd. Ich will mir ja eigentlich auch bald eine neue holen. Ich hab noch nicht geguckt und ja, hat doch noch ein bisschen Zeit, solange das läuft hier. Ja, klar. Aber du spielst ja eigentlich. Ich hoffe nur Ja. Erzähle. Du spielst ja überwiegend eigentlich auch nur. Größtenteils DayZ, ne, denke ich mal. Naja, wenn jetzt hier GTA 5 rauskommt, dann zocke ich auch GTA 5. Ja, da zum Beispiel, da wirst du dann merken, dass die Grafikkarte schon ein bisschen älter ist. Da wird sie sich dann in die Knie gehen, denke ich mal. Ja.
Gesetz denn immer bei so einen Sachen? Blöd, schade, hätte ich das gewusst. Ah, gestern hatte ich ein Erfolgserlebnis, habe ich Rico schon erzählt. Gestern Abend war das Fenster mein bester Freund. Boom ist, glaube ich, AFK, da gesagt, der telefoniert. Ja, der ist telefonieren. Achso, du redest jetzt mit dir. Achso. Ja, nachdem ich mich so ein wenig betrunken habe, musste es. Beziehungsweise betrunken habe, ist mir dann ein paar Stunden später alles nochmal durch den Kopf gegangen. Was, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. War das eklig gestern. Muss ich jetzt einfach mal loswerden. Ich bin stolz raus drauf. Ich habe jahrelang nicht mehr und dann mit eben mal gestern. Ja. Ekelhaft. Ich habe aber auch schon lange, wirklich lange mir nicht mehr in den Kopf zugeschossen. Also, schon echt ein Weilchen her. Ich habe auch gar nicht mal so das Verlangen, muss ich sagen. Es ist nicht so, dass ich sage, ich muss das unbedingt mal wieder machen. Ich komme auch ohne klar. Die zitternde Hand langsam wird weniger. Ich komme auch ohne klar. Ja. Aber will ich das? Ja. Naja. Hupi hat mich noch ein paar Mal versucht anzurufen. Der wollte wahrscheinlich noch irgendwas machen mit dir, wo du da warst. Das Wochenende, aber naja. Der kann ja immer. Wisst ihr, bei dem geht ja nichts. Der sagt dann, ja, ich komme mal rum für eine Kippenlänge und dann muss ich wieder nach Hause. Wer, ich? Hupi, meine ich jetzt. Hupi. Achso, der hat sich bei mir auch letztens gemeldet. Hier von wegen, was ich mache und so von um 6 bis um 8. Dann habe ich gesagt, nee, von um 8 bis um 10 oder so konnte der. Da habe ich gesagt, ich habe keine Lust. Ja. Weil es ist mir nicht für 2 Stunden, weißt du, dann treffe ich mich, vor allen Dingen weiß man nicht, was man machen soll. Und sinnlos durch die Gegend fahren, habe ich auch keine Lust. Ja, klar. Da habe ich gesagt, nö. Hupi, das ist für dich. Ruf mich nicht mehr an. Nein, mein Scherz. Das ja, Hupi kann man mal ganz kurz erwähnen, das ist im Real Life, jetzt ist das ein Kumpel von uns, der halt in letzter Zeit sehr wenig Zeit leider hat. Ist immer schade sowas, wenn das so auseinander geht. So eine Dinger. Nicht nur mit Hupi, generell so mit Freunden, das hat vielleicht der eine oder andere von euch auch schon mal gehabt, sowas. Jahrelang befreundet, macht sämtliches Zeug und dann langsam so, dann kommt man ins Berufsleben, man hat vielleicht dann irgendwann ein Kind jetzt hier, und sowas. Willst du jetzt hier auf sentimental machen oder was? Ja, ich muss schon mal die andere Seite zeigen, nicht mal meine raue. Naja, ist ja nochmal. Du hast übrigens in der ersten Folge, wo wir gezockt haben, wurde ich gestern nochmal von meinem Bruder darauf hingewiesen, hast du es nicht rausgeschnitten. Ich weiß, hab ich gesehen, da habe ich gedacht, scheiße. Hab ich vergessen. War jetzt mein Bruder hat sich übelst weggefeiert. Ja. War ja zum Glück, ging ja noch. Ja, ich hab mich ja entschuldigt. Wenn nicht, dann tue ich das hier auch nochmal. Es tut mir leid, dass mir dieses Wort rausgerutscht ist in unserer ersten Folge. Ja. Das war nicht so mein Ziel. Nee. So eine Heli-Absturzstelle wäre jetzt hier mal ganz cool. Alter, die haben wir letztens vergessen auseinanderzunehmen, wo wir das Auto gefunden haben. Ist mir auch im Nachhinein eingefallen, dachte ich mir, warum haben wir denn die? Hä? Ja, sind wir da nicht hingehen sollen. Warte mal kurz, ich will mal kurz was. Obwohl, nö, reicht ja, wenn es blinkt. Trinken oder was? Aber das. Ja, trinken. Hm. Aber das muss eine richtige Stelle gewesen sein, nicht bloß so eine 0815 Stelle. Weiß ich nicht. Also, wo ein richtiger Heli abgestürzt ist. Weil vorher, wenn ich mich nicht täusche, hatte ich vorher gelesen auf dem Server, und jetzt stürzt er ab. Also, so wie ich das gesehen habe durch die Scope, würde ich sagen, das war ein geskriptetes. Ich hab's gesehen, also ich hab gesehen auf den Videos, aber ich war mir auch nicht sicher. Okay. Nee, war das nicht mal so, dass wenn ein Heli abgestürzt ist, dass überall Feuer war, so ganz komisch, das Bild war? Ich hab keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das aussah. Weil ich hab schon so einige gesehen, so einige Absturzstellen. Und das sind da gar nicht angefahren, wie gesagt, das extra. Naja, na dann war es vielleicht eine richtige extra hinplatzierte Absturzstelle. Wahrscheinlich. Bist du noch da, ja? Bin da, ja. I can see you. Eine Karre wäre nicht schlecht. Das ist so schade, dass die weg war. Ja. Unser Auto. Oh. Aber das ist ja hier. Kann es passieren, dass hier einfach mal irgendwo einer rumsteht, so wie letztes Mal. Deswegen müssen wir gucken. Ja, stimmt. Ich habe auch schon gefunden am Straßenrand so einen übelsten. Ja, was war das? So ein Militärfahrzeug. Das Doofe war daran nur, der hat den Platten vorne. Der ansonsten war der top. Tank voll, alles voll. Aber nur Platten kann vorne. Der ja erstmal mit dem Platten, oder? Ja, aber ich kam nicht weg. Achso. Ich kam irgendwie nicht weg. Ich habe mich nur im Kreis gedreht mit dem Ding. Natürlich scheiße. Und dann wollte ich losziehen, Reifen holen, naja, was war? Abgeschossen, super. Ja, das ist schade. Boah, das ist auch schon eine ganze Weile her. Ein Quad würde ich gerne mal haben. Was würdest du machen? Ein Quad. Ist das nicht das, wo du, hattest du nicht so ein Ding schon mal? Du hast dich irgendwie bei den Schienen überschlagen oder sowas? War da nicht mal was? Bist du über Schienen gefahren und dann hat sich das Ding völlig... Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, du das machst. So genau. Weiß ich nicht mehr. Oder ich hab's gesehen, irgendein Video kann auch sein. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir aus dem Video bekannt vor. Ja. Ich hab mir letztens mal wieder Dings drin gezogen, was du mir mal, glaube ich, gezeigt hast, diese Mythbusters hier. Von Daisy.
Achso, ja, auf jeden Fall. Das ist übelst geil eigentlich, übelst interessant. Bloß leider sind die Videos ja relativ alt, das sind ja aus alten Versionen. Deswegen weiß ich ja nicht mal, ob so alles hinhaut da, aber... Hammer, ich liebe das, ich liebe so eine Atmosphäre. Leute auf dem Haufen, ey, Hilfe! Ich bin sie gemacht hier. Alter, fuck! Scheiße!